Hallo Freunde des Videos, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind immer noch im Salzkammergut. Nach dem Traunsee und Wolfgangsee steuern wir jetzt den Attersee an. Und wieder einmal hatten wir es gut getroffen mit direktem Zugang zum Wasser. Der Schiffsanleger in Unterrach war etwa 10 Minuten Fußmarsch vom Campingplatz entfernt. Wir besorgten uns ein Ticket und dann ging's los. Noch hatten wir tolles Wetter, aber die Prognose sagte, wir sollten uns gut anziehen. Es könnten Gewitter kommen. Und immer wieder mal ging der Blick nach oben, um zu prüfen, was das nun wird hier mit dem Gewitter. Je weiter wir mit dem Schiff auf dem Rundkurs Süd nach Norden fuhren, umso besser wurde das Wetter, also die Chance war gut, trocken zu bleiben. Was ist denn der Plan heute? Der Plan ist, dass wir Schiffchen fahren. Na, haben wir schon getroffen. Ja. Ja. Wir haben gerade Weißenbach verlassen und hier sind noch die Reste Höllengebirge zu sehen. Ja. Weißenbach, der Höllengebirge, die Villen der Wiener Besitzer. Da haben wir echt Glück gehabt, dass sie uns mitgenommen haben hier. Ja. Wir haben auch dafür bezahlt. Ne? Ich glaube, in der Vorsaison ist das noch nicht so tragisch. Ja, und blinde Passagiere sind wir nicht. Nein. Alexa Now haben wir rechts liegen lassen. Keine Seele wollte von Bord, keine Seele wollte an Bord. Also ging es am Anleger vorbei. Bald darauf landeten wir in Weiereck und schon schlugen wir einen Haken nach links rüber auf die Backbordseite, um dann Attersee anzusteuern. Und ein Blick nach Achtern genügte, um zu erkennen, jawohl, das Gewitter ist angekommen in Unterrach, also an der Südspitze der Insel. Zum Glück waren wir noch im Norden.
Die Wolken über Unterach wirkten doch ziemlich bedrohlich und wir befürchteten, den einen oder anderen Tropfen doch abzubekommen. Gefällt dir denn die Reise? Ja, Attersee-Schifffahrt fahren, ja, ist schön. Gefällt mir. Ja. Du hast mir gerade erzählt, dass du schon zweimal Donner gehört hättest. Nee, einmal. Einmal erst? Ja. Aha. Aber also, wir haben noch zwei Stationen vor uns. Die dritte müssen wir dann aussteigen. Und dann gehen wir ins Gewitter. Wirklich? Möglicherweise. Wenn wir Glück haben, werden wir nicht nass. Hm. Mal sehen. Den Anleger in Paarschallen haben wir liegen lassen und sind gleich in Stockwinkel. Und tatsächlich kamen noch einige Tropfen auf uns herunter, aber naja, wir haben uns kurz unter Deck verzogen. Es sollten ja Kameras und andere Technik nicht unbedingt leiden. Der Regen ist vorbei. Und wir ein Glück. Aber wie du. Möchte ich das Schiff. Du möchtest das Schiff noch mal angucken? Fährt ja gerade weg, ne? Ja. Da fährt es und dreht seine Runden. Aber da haben wir echt Glück gehabt. Ja, wir sind in der Sonne losgefahren und kommen in der Sonne wieder an und den Regen haben wir links liegen.